Geräusch am Freilauf verursachen, je nachdem welche Zahnung sie haben. Ihr habt gesehen, die ganze Sache ist wirklich nicht schwierig. Was euch natürlich aber klar sein muss, ist, dass die ganze Sache wirklich wartungsintensiv ist. Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. In meinem letzten Video habe ich ja euch erklärt, wie der Freilauf funktioniert. Und ich habe vor 2, 3, 4 Wochen mal ein Video hochgeladen, wie mein neuer Freilauf beim Sender klingt. Und mein Freilauf vom Spektral klingt momentan noch so. Und wie ich das gemacht habe, dass der Freilauf so klingt wie beim Sender, zeige ich euch heute in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Als allererstes müssen wir an dem Freilauf dran, ganz klar, wenn wir den verändern wollen. Das heißt, wir müssen das hintere Laufrad rausbauen. Das heißt, ich mache hier mal die Achse auf und drehe hier mal raus. Jetzt haben wir das Laufrad draußen und jetzt bauen wir als nächstes die Kassette ab, damit wir richtig an dem Freilauf drankommen. Wie schon gesagt, müssen wir die Kassette runterbauen. Das heißt, wir brauchen einen Kassettenabzieher. Den stecken wir hier drauf. Ich brauche dann dazu ein 21er Maul- oder Ringschlüssel. Stecken wir hier schon mal dran. Zack. Und entweder eine Kettenpeitsche oder wie ich hier eine Kettenzange. Ihr findet natürlich das Werkzeug wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Und dann drehen wir die ganze Geschichte einfach locker. Dafür ist die Kettenzange da, dass ihr das ordentlich gegenhalten könnt. Zack, das reicht schon. Jetzt drehen wir hier die Scheibe runter. Vorsicht, kann passieren, je nachdem was ihr für eine Kassette habt, dass eure Kassette gleich komplett geflogen kommt. Dann nehmen wir hier die einzelnen Ritzel runter. Legt sie aber gleich so hin, damit ihr genau wisst, wie ihr sie wieder zusammenbauen müsst. Das sind hier bei mir ein paar einzelne und dann habe ich die komplette Kassette in so einem Bauteil. So, als nächstes müssen wir den Freilauf auseinandernehmen. Dazu müssen wir hier diese Kappe abziehen. Dafür gibt es Spezialwerkzeug, sage ich gleich vorneweg. Aber für die Hardcore-Schrauber unter euch, schaut einfach weg. Ich nehme hier immer ein Putztuch, eine Feinmontagezange oder Fertigmontagezange, Armaturenzange, je nachdem. Und dann drehe ich hier immer so hin und her und dann kommt der Zack. Damit haben wir die Kappe hier schon ab. Die legen wir auch erstmal zur Seite und jetzt können wir den Freilaufkörper nach unten ziehen, nach vorne ziehen, also rausziehen. Zack. Und dann sehen wir hier schon die kleine Feder, die hier gegendrückt, wie im letzten Video schon besprochen. Die nehmen wir gleich erstmal heraus. Die können wir herausnehmen, denn die tauschen wir aus. Und dann haben wir hier unsere Sperrklinken, also unsere zwei Zahnrädchen, die das Geräusch am Freilauf verursachen, je nachdem welche Zahnung sie haben. Ich habe hier, also original bei Didi Swiss, bei dieser Narbe, sind 35 Zähne verbaut. Und wir erhöhen mit dem Upgrade-Kit die ganze Geschichte auf 54 Zähne. Damit kommt dieser hohe Ton zustande und die Narbe wird etwas lauter. Als nächstes nehmen wir hier die zweite Feder raus. Da könnt ihr euch einen kleinen Flachschraubendreher nehmen und nehmt die hier, ziehen die einfach raus. Und dann hier noch die kleine Alubuchse. In einem anderen Video, was euch hier oben eingeblendet wird, habe ich euch mal gezeigt, wie ihr den Freilauf allgemein lauter macht, ohne groß Geld zu investieren. Die ganze Geschichte machen wir hier auch. Das heißt, wir machen hier drinnen richtig schön alles sauber, so dass kein Fett mehr drin ist. Dasselbe im Freilaufkörper. Das heißt, ich putze hier jetzt mal das schöne sauber alles. Zack, und dasselbe, wie gesagt, machen wir am Freilaufkörper, auch hier schöne sauber machen, alles drin. Ihr seht, hier ist das rote Zeug dran, das ist dieses Originalfett, was verbaut ist. So, damit haben wir die Geschichte schon erledigt. Wie gesagt, das ist wirklich nicht schwierig. Was wichtig ist, wenn ihr dieses Upgrade-Kit einbaut, die Federn sehen zwar gleich aus, aber die müssen alle mitgetauscht werden. Hier jetzt mal zum Vergleich, hier unten sind die alten Alu-Zahngrenze und hier die neuen. Ihr seht schon, die Verzahnung ist viel, viel enger, viel, viel kleiner als hier unten die. Hier oben haben wir die 54 Zähne, hier die 35 Zähne und die bauen wir jetzt, wie gesagt, ein. Das heißt, die neuen Federn
neue Buchse rein. Zack. Eine der neuen Federn. So rum. Dann als nächstes empfehle ich euch, der Freilauf braucht natürlich trotzdem Schmierung. Wenn ihr die ganze Geschichte so durchführt, muss das euch bewusst sein, dass ihr öfters eine Wartung am Freilauf durchführt. Das heißt, wenn Fett drin ist, das hält zwei Saisons hält das schon, kein Problem. Aber wenn ihr das so macht wie ich, müsst ihr öfters mal Öl nachsprühen. Ich benutze hier das immer von Brunox. Das ist wirklich geil. Das macht genau das, was es soll. Der Freilauf braucht, wie gesagt, ein bisschen Schmierung. Hier einfach mal 2-3 Sprüher reinmachen, dass das alles ein wenig gefettet bzw. geölt ist. Und dann setzt ihr einfach eure neuen Sperrklinken, eure Aluzahngrenze ein. Zack, zack. So, dass sie hier drinnen sitzen. Dasselbe macht ihr an eurem Freilaufkörper. Das heißt, hier auch einfach ein paar Sprüher rein. Den mal hin und ringsrum drehen, so dass sich das Sprühöl, Sprühfett verteilt. Dort dann auch einfach die neue Feder einsetzen und den Freilaufkörper wieder montieren. Draufstecken, so dass es drin ist. Und ihr seht, wenn ich hier schon drehe, es ist eindeutig viel, viel lauter als vorher. Und der Ton des Freilaufs hat sich verändert. Durch die 54 Zähne wird die ganze Geschichte etwas heller, also die Tonart wird heller. Das muss man mögen oder auch nicht, je nachdem. Dann setzt ihr das einfach alles wieder zusammen, hier die Kappe wieder drauf und baut eure Kassette wieder drauf. Zack. Zack. Müsst ihr bei der 12-fach-Kassette müsst ihr immer mal ein bisschen gegenhalten, dass euch das Zeug nicht gleich wieder runterfliegt. Und dann einfach wieder eure Kappe nehmen und erstmal ansetzen, so dass die Kassette nicht wieder auseinanderfliegt, und dann die ganze Geschichte richtig festziehen. Dafür gibt es auch Drehmomentschlüssel. Ich ziehe es immer ein bisschen überwarm an, zack. So, und dann kontrollieren, ob die Kassette in irgendeiner Form hin und her wackelt. Wenn sie das nicht tut, ist richtig fest. Wenn es wackelt, müsst ihr noch mal kurz nachziehen. Zack. Und jetzt können wir schon wieder das hintere Laufrad einbauen. Hinteres Laufrad genommen. Scheiße. Oh, das ist halt Shimano. Zack, Laufrad rein, Steckachse rein und die ganze Geschichte festziehen. Zack, dann einmal reintreten, dass es in den richtigen Gang springt. Und schon habt ihr euren Freilauf etwas lauter gemacht und getuned. Und ich zeige euch jetzt mal Soundcheck. Ihr habt gesehen, die ganze Sache ist wirklich nicht schwierig. Ihr könnt das alles bei jedem Freilauf machen, den ihr besitzt. Ihr müsst nur schauen, was ihr genau für Teile braucht. Bei DD Swiss ist die ganze Geschichte wirklich relativ einfach gemacht. Ihr habt es ja gesehen, rausziehen, neue Sperrklinken, die neuen Alugrenze rein, und dann ist die ganze Geschichte auch schon erledigt. Bei anderen kann es sein, dass ihr den Freilaufkörper tauschen müsst. Oder wenn ihr die ganze Arbeit euch einfach ersparen wollt, kauft euch einfach eine neue Narbe, die etwas lauter ist. Wie gewohnt findet ihr alle Werkzeuge und natürlich das Tuning-Kit unten in der Videobeschreibung. Was euch natürlich aber klar sein muss, ist, dass die ganze Sache wirklich wartungsintensiv ist. Das heißt, ihr müsst wirklich öfters mal nachschauen, ob da noch genug Sprühöl drin ist. Die ganze Sache wird auch immer lauter, umso mehr Sprühöl rausgeht. Aber wie gesagt, auch der Freilauf braucht etwas Schmierung. Was hat die ganze Geschichte aber noch für einen Vorteil? Es ist nicht nur so, dass ihr das Geräusch der Narbe des Freilaufs verändert, sondern ja, verändert auch den Antrittsweg, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt,
Ihr merkt ja, wenn ihr jetzt mal eure Pedale hier nimmt, ihr nehmt die einfach mal so in der Hand, tretet mal zurück und dann habt ihr ja immer diesen kleinen Widerstand, wenn ihr reintretet. Bei den 35ern, bei 35er Zahnung ist dieser Weg etwas länger. Das heißt, ihr verbraucht ein bisschen, das sind wirklich Sekunden oder Millimeter mehr Weg. Das heißt, ich habe hier dann immer viel Spiel gehabt, bis der Freilauf einhakt und die Narbe mitnimmt. Das ändert ihr bei den 54er Zähnen, weil natürlich der Abstand viel, viel kleiner ist. Das heißt, ihr habt sofort Kraft oder viel, viel besser Kraft auf eure Pedale, auf dem Freilaufkörper und könnt sofort losdrehen. Diese Technik wird oft in Rennbereichen benutzt, gerade im Downhill-Bereich haben das viele verbaut. Die ganze Geschichte gibt es auch noch, lasst mich lügen, auf 74 Zähne. Das ist dann aber wirklich eklig. Das Geräusch klingt wie ein 30 Bienenschwärme. Das muss man mögen. Könnt ihr euch mal gerne informieren drüber. Es gibt auch einige Videos dazu im Netz. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Video gefallen. War heute ein etwas kürzeres Video, aber ich finde auch ein sehr cooles. Also war zumindest eine coole Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!